Ja, moin Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollte ich euch zeigen, wie ihr bei eurem VW die Schlüsselbatterie tauschen könnt. Diese Schlüsselgeneration ist in den etwas aktuelleren Fahrzeugen, ich sag mal alles ab 2012, 2013 aufwärts, findet ihr aber auch unter anderem, zum Beispiel auch in den Skoda Octavia oder Seat Ibiza, hier Seat Leon und so weiter. Da ist halt nur das Logo anders. Es geht halt rein um diese Schlüsselform. So, um da jetzt die Batterie zu wechseln, wie gesagt, ich zeige Schritt für Schritt. Als erstes machen wir das Schwert einmal auf und dann müssen wir hier die Kappe einmal runternehmen. Die Kappe können wir am besten mit einem Kunststoffspachtel oder sowas runternehmen. Ich habe hier so extra so Keile dafür. Die findet ihr auch überall, sag ich mal, hier, ne? In den ganzen Plattformen unter für Türverkleidungswerkzeug und sowas. Finde ich halt am besten, weil da macht ihr keine Macken rein. So, wir gehen einfach hier zwischen, in das Schwert gehen wir hier rein und dann drehen wir quasi einmal so die Kappe einmal auf. So, dann haben wir die auf, dann sieht das Ganze dann so aus und dann können wir die Kappe einmal runternehmen. Hier haben wir dann die nehmen wir zur Seite und dann sehen wir hier schon die Batterie. So, hier haben wir eine CR2025, die nehmen wir jetzt einmal raus. Da gehen wir auch am besten mit einem kleinen Lüsterklemmenschraubendreher, sowas in der Art, kriegen wir die am besten raus. Das heißt, wir fahren jetzt einmal hier zwischen, hier ist so eine kleine Ausführung, seht ihr die? So eine kleine Spalte, da gehen wir rein. Raus. Und heben uns die damit einmal raus. Und dann kommt die uns schon entgegen. Dann nehmen wir einmal unsere neue. So, dann haben wir jetzt hier quasi, das ist ja jetzt ja die alte. Der kriegt keine 2032 wie alle anderen, sondern der kriegt eine 2025. Ganz wichtig bei diesen Batterien, niemals, wenn ihr so jetzt seid, niemals die Batterie so anfassen, weil dann ist die Lebensqualität der Batterie nicht so lange gegeben. Wenn ihr Handschuhe anhabt, ist das was anderes, weil ihr sonst so eine Art wie Kurzschluss produziert, beziehungsweise die Batterie damit ziemlich schnell entlädt. Die Schrift kommt nach oben. Oben Schriftseite ist immer Plusseite, unten ist immer Minus. So, jetzt gucken wir einmal hier rein. Sieht soweit sauber und ordentlich aus, ist auch kein Staub und kein Dreck, nichts drin. Somit können wir die jetzt so wieder reinlegen. Wir nehmen uns den Schlüssel so in der Hand, schieben die Batterie einmal hier unten rein, halten die leicht gedrückt und drücken die quasi mit dem Daumen einmal so nach vorne. So, dann haben wir hier unten die Haltenase, dass die dann auch wieder vernünftig drin ist. Ja, alles schön sauber, alles ordentlich, die Kappe ist auch staubfrei und dann können wir die ganze, hier haben wir die Führungsnasen, quasi wir schieben die einfach nach unten so rein. Und klappen den einfach dann zu und drücken einmal fest zu. Jetzt ist er wieder eingerastet, Schlüsselbatterie ist getauscht, Schwert ist zu. So, das Fahrzeug erkennt das automatisch über die Batteriespannung bzw. die Kapazität und dementsprechend wird dann das Symbol bei euch im Kombi-Instrument dann auch verschwinden. Ja, vielen Dank wieder fürs Zuschauen und wie immer bis zum nächsten Mal. Ciao!